Hallo, mein Name ist Axel Gotzmeier, ich bin stellvertretender PGR-Vorsitzender der Pfarre Franz von Sales und ich freue mich über die Möglichkeit, ein paar unserer Erfahrungen der letzten Wochen mit euch zu teilen. Es gäbe da viel zu berichten, aufgrund der Kürze der Zeit kann ich nur Einzelnes hervorheben. Ich möchte beginnen mit unserem Kretzl-Projekt, das wir gleich zu Beginn gestartet haben. Das ist die Möglichkeit, vor allem für Angehörige von Risikogruppen, Einkäufe von uns erledigen zu lassen, sich bei sonstigen Not- und Problemlagen helfen zu lassen und auch einfach anzurufen, wenn Gesprächsbedarf besteht. Diese Angebote haben wir in der Umgebung unserer Kirchen großflächig plakatiert. Sie werden sehr gut angenommen und es ist auch eine gute Chance für uns als Kirche hinauszugehen und zu zeigen, dass wir da sind und was wir anbieten können. Ein feiner Aspekt ist auch, dass wir dadurch einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen haben. Ein zweites Projekt war ein junges CC-Gebet, das wir per Zoom durchgeführt haben, samt Essen danach. Hat wunderbar funktioniert. Wir haben erstmals eine Gebetsnacht durchgeführt und die Kirche die ganze Nacht offen gelassen. Wir werden das jetzt auch ein zweites Mal tun, weil das Angebot sehr, sehr gut angenommen wurde. Wir haben gleich zu Beginn die Mittagsglocken, also unsere gemeinsame Gebetszeit, definiert. Wir haben eingeladen, das kurze Gebet voll Vertrauen gehe ich den Weg mit dir, mein Gott, zu beten oder zu singen. Und das ist für viele Leute ein sehr schönes Zeichen der Verbundenheit zu wissen, dass das zu dieser Zeit, wenn die Glocken erklingen, viele andere auch tun. Wir haben in der Osternacht die sogenannte Osternachts-Challenge gestartet. Wir haben dazu eingeladen, auf Straßen und Gassen in der Umgebung mit Kreide oder Kreidespray die Botschaft Jesus ist auferstanden zu verbreiten und das hat für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für diese Osterbotschaft gesorgt. Wir haben jetzt schon zweimal das Parkcafé virtuell durchgeführt und werden das an den kommenden Sonntagen auch tun. Wir haben auch die Osternachtsagape per Zoom gemacht und es waren bei diesen Gelegenheiten bis zu 50 Leute dabei, die sich sehr gefreut haben, den Kontakt halten zu können. Wir laden jetzt aktuell ein, dass Kinder bunt bemalte Steine in unsere Kirchen bringen, aus denen dann die Umrisse der Kirchen gelegt werden, als Zeichen dafür, dass zu Pfingsten wir den Geburtstag der Kirche feiern und die Kirche aus vielen bunten Elementen sich zusammensetzt. Eine neue Gruppe hat sich zusammengestellt, und zwar die sogenannten Grimm All-Stars, die nahezu einmal pro Woche eines unserer Lieder, die wir in den Gemeindemessen besonders gerne singen, getrennt voneinander aufnehmen, das dann zusammenschneiden und zur Verfügung stellen. Auch darüber freuen sich viele Leute sehr. Wie kommunizieren wir all diese Angebote? Wir haben gleich zu Beginn einen Newsletter, der einmal in der Woche erscheint, ins Leben gerufen. Der wird per Mail verschickt, per Facebook-Homepage geteilt und liegt auch in den Kirchen auf. Wir laden auch dazu ein, dass Menschen ihn für Nachbarinnen, Nachbarn und andere mit nach Hause nehmen, die sonst nicht dazu kommen. Wir haben eben unsere schon erwähnten Pfarrmedien, Facebook, Website, über die wir viele Informationen verteilen. Wir führen ganz viele Telefonate, einerseits um Kontakt zu halten und zu schauen, wie es den Leuten geht, andererseits auch um die Informationen weiterzugeben. Und wir verbreiten per WhatsApp vieles quasi kettenbriefartig weiter. Ich lade euch ein, auf www.franzvonsales.at zu schauen. Da gibt es noch etliches mehr, was ich jetzt nicht aufzählen konnte. Ich hoffe, dass ich euch mit diesen Beispielen Mut gemacht habe, neue Wege zu beschreiten. Ich glaube, es ist jetzt eine wirklich gute Zeit, aus dem auszubrechen, was wir sonst immer machen, weil wir es nicht machen können, und Ausschau zu halten, was Neues möglich ist, welche neuen Leute mitmachen und was man sich da trauen könnte. Viel Erfolg dabei und alles Gute.